7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey. Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Gewohnheit 1. Proaktivität. Ich habe mich mit 2 meiner ehemaligen Kollegen aus einem Praktikumsprogramm getroffen, an dem ich vor einigen Jahren teilgenommen hatte. Wir waren 3 Studenten, die in der gleichen Abteilung arbeiteten und danach fest angestellt wurden. Ich verließ das Unternehmen nach ein paar Monaten, aber die anderen beiden blieben. Da wir uns mehrere Jahre lang nicht gesehen hatten, fingen wir an, über die guten alten Zeiten zu sprechen, über die Familie, über das, was wir jetzt tun und so weiter. Ich erfuhr, dass ein Jahr, nachdem ich das Unternehmen verlassen hatte, auch einer von den anderen beiden das Unternehmen verließ. Als ich ihn nach dem Grund fragte, erklärte er, dass er immer hart gearbeitet hat, aber die Geschäftsleitung das wohl nicht gewürdigt hat. Er hatte ein höheres Gehalt gewollt, aber das Unternehmen hatte immer wieder geantwortet, dass sie kein Budget hätten. Also verbesserte er seine Fähigkeiten und wechselte zu einem noch besseren Unternehmen. Er sagte, es sei gut, dass sie sein Gehalt nicht erhöht haben, sonst wäre er dort geblieben und hätte nicht die großartige Position und das Gehalt bekommen, das er jetzt hat. Als er damit fertig war, mir das alles zu erzählen, begann auch der zweite Mann, sich negativ über das Unternehmen zu äußern und erzählte ähnliche Dinge über das Management und die Gehälter. Doch im Vergleich zum ersten Mann arbeitete er noch immer in dem Unternehmen. Er sagte, dass sich in der Unternehmensleitung nicht viel geändert habe und die Mitarbeiter immer noch nicht ausreichend wertgeschätzt werden. Noch immer ist die Geschäftsleitung nicht bereit, die Gehälter zu erhöhen, weshalb sich auch sein Gehalt und seine Position nicht wesentlich verändert haben. Er beschuldigte die Unternehmenskultur, das Management, die schlechte Arbeitsumgebung und so weiter. Wie du sicher bemerkt hast, hatten beide die gleiche Lebenssituation und auch die gleichen Beweggründe. Der eine wechselte zu einem anderen Unternehmen und bekam ein besseres Gehalt, weil das Management schlecht und die Gehälter niedrig waren. Und der andere gab dieselben Gründe an, warum er kein höheres Gehalt und keine Beförderung bekam, blieb aber im Unternehmen. Der Autor sagt, dass es 2 Arten von Menschen im Leben gibt: reaktive und proaktive Menschen. Reaktive Menschen sind so wie der zweite Kollege, der in der gleichen Firma geblieben ist. Diese Art von Menschen konzentriert sich immer auf die Dinge, die sie nicht ändern oder kontrollieren können. Sie beschweren sich immer über die Wirtschaft, die Inflation, das Management, die schlechte Unternehmenskultur, die niedrigen Gehälter und so weiter. Sie benutzen diese Gründe als Rechtfertigung dafür, dass sie nicht erfolgreich sind. Proaktive Menschen hingegen verwenden ihre begrenzte Energie nicht für die Dinge, die sie nicht ändern können. Sie wissen, dass sie das Unternehmen nicht ändern können, aber sie können neue Fähigkeiten erlernen und in ein anderes Unternehmen wechseln. Sie können ihre Situation ändern. Sie konzentrieren sich immer auf die Dinge, die sie ändern können. Die erste Gewohnheit sehr erfolgreicher Menschen ist also proaktiv sein. Gewohnheit 2. Behalte dein Ziel vor Augen. Stell dir vor, du nimmst an einer Beerdigung teil. Als du dort angekommen bist, siehst du die traurigen Gesichter von Freunden und Verwandten und du begleitest sie in ihrem Schmerz. Doch als du dich dem Sarg näherst, erinnerst du, dass derjenige, der darin liegt, du selbst bist. Es ist deine eigene Beerdigung, die in 3 Jahren stattfinden wird. Dann hörst du dem zu, was deine Freunde, deine Familie, deine Kollegen über dich sagen. Wie werden sie dich in Erinnerung behalten? Denk darüber nach, wie du die letzten 3 Jahre deines Lebens verbringen möchtest. Welche Art von Freund möchtest du sein? Was für eine Art Geschäftsführer möchtest du sein? Welche Art von Mann oder Frau, Vater oder Mutter würdest du gern sein? An welche deiner Errungenschaften möchtest du, sollen sich die anderen erinnern? Wie möchtest du das Leben der Menschen um dich herum beeinflussen? Die zweite Gewohnheit besteht darin, dass du zunächst eine klare Vorstellung von deinem Ziel hast. Bei dieser Gewohnheit geht es darum, darüber nachzudenken, ob jede deiner täglichen Handlungen mit dem Ziel, das du erreichen willst, zu vereinbaren ist. Wenn du das Endziel vor Augen hast, fällt es dir leichter, Nein zu Dingen zu sagen, die dich deinem Ziel nicht näher bringen. Leider scheitern viele von uns an dieser Aufgabe und unsere täglichen Handlungen stimmen nicht mit unseren Zielen überein. Ein Beispiel: Wenn dein Ziel darin besteht, nach der Arbeit eine neue Fähigkeit zu erlernen, damit du befördert wirst, warum gehst du dann jeden Tag mit deinem Freund ein Bier trinken, anstatt dich weiterzubilden? Wenn dein Ziel darin besteht, ein besserer Vater zu werden, warum guckst du dann fern, während dein Kind dir Fragen stellt und versucht, mit dir zu spielen? Wenn es dein Ziel ist, ein Unternehmen zu gründen, damit du eines Tages deinen Job aufgeben kannst,
Warum verbringst du dann deine Freizeit vor dem Fernseher? Wenn du deine Ziele ansiehst und sie mit deinen täglichen Handlungen vergleichst, wirst du erstaunt sein, wie viele Dinge du tust, die nichts mit deinen Zielen zu tun haben. Du wirst erstaunt darüber sein, wie viel Zeit du mit Menschen verbringst, die nichts mit deinen Zielen zu tun haben. Wenn du mir nicht glaubst, nimm dir einfach ein Blatt Papier und schreib auf die linke Seite deine Ziele und auf die rechte Seite all die Dinge, die du an einem Tag so machst, wie zum Beispiel Menschen, die du triffst, Projekte, an denen du arbeitest, YouTube-Kanäle, die du dir ansiehst und so weiter. Wenn du das eine Woche lang machst, wirst du schnell feststellen, dass die meisten deiner täglichen Handlungen nichts mit deinen Zielen zu tun haben. Aber du machst sie trotzdem weiter. Gewohnheit 3. Die Prioritäten vieler Menschen sind die Familie, die Gründung eines Unternehmens oder die Erziehung ihrer Kinder. Aber keine ihrer Handlungen hat diese Richtung. Du kannst zum Beispiel keine qualitativ hochwertige Zeit mit deiner Familie verbringen, wenn du einen anstrengenden Arbeitstag hattest und deine Freizeit damit nutzt, um mehrere Staffeln deiner Lieblingsserie auf Netflix zu sehen. Als Hilfsmittel zur Festlegung von Prioritäten zeigt der Autor im Buch die Zeitmanagement-Matrix. Diese Matrix kann dir helfen, das Wichtige vom Dringenden zu trennen. In Quadrant 1 sind dringende und wichtige Angelegenheiten, die eine Frist haben. Dinge, die sofortiges Handeln erfordern. Zum Beispiel, wenn du einen Auftrag eines Kunden mit einer Frist ausliefern musst, schreibst du diese Aufgabe in Quadrant 1. In Quadrant 2, was nicht dringend, aber wichtig ist, sind Angelegenheiten, die mit deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung zu tun haben. Das Erreichen deiner Makroziele. Aktivitäten, die dir helfen, deinen Lebensplan zu verwirklichen. Ein Beispiel? Wenn du an diesem Tag einen Grafikdesign-Kurs besuchst, 30 Minuten lang Übungen machst oder ein Finanzbuch weiterlesen musst, schreibst du diese Aktivitäten in Quadrant 2. In Quadrant 3, dem dringenden, aber unwichtigen Teil, stehen alle häufigen Unterbrechungen des Tages. Zum Beispiel Telefonanrufe, Nachrichten auf WhatsApp oder Messenger und unwichtige soziale Treffen. Im Quadranten 4 schließlich befinden sich Angelegenheiten von geringer Wichtigkeit oder Dringlichkeit wie Freizeit und Unterhaltung. So lieferst du als erstes den Auftrag an deinen Kunden aus, besuchst dann deinen Grafikdesign-Kurs oder liest das Buch über persönliche Finanzen weiter, bearbeitest wichtige Nachrichten oder E-Mails und kannst schließlich, nachdem du dich ausgeruht hast, zum Beispiel einen Film ansehen. Viele Menschen bleiben in Quadrant 3 stecken, weil sie denken, es sei Quadrant 1 und andere verschwenden wertvolle Zeit ihres Lebens mit dem Smartphone. Aber hocheffektive Menschen konzentrieren sich auf Quadrant 2, das nicht dringende, aber wichtige. Mir ist aufgefallen, dass viele meiner Zuschauer noch kein Abonnement haben. Wenn dir dieses Video bisher gefallen hat, lass es mich gern wissen, indem du dieses Video likest und meinen Kanal abonnierst, denn jede Woche kommen weitere hochwertige Videos. Dankeschön. Gewohnheit 4. Win-win. Der Autor erzählt, dass er die Erfahrung gemacht hat, für den Präsidenten eines Unternehmens zu arbeiten, das ein sehr häufiges Problem hatte. Die Mitarbeiter kooperierten nicht miteinander, arbeiteten nicht als Team, hatten widersprüchliche Beziehungen und eine defensive Haltung. Infolgedessen war die Leistung des Teams schlecht. Der Präsident bat den Autor um Hilfe, der daraufhin eine Gegenfrage stellte. Gibt es eine Art Belohnung für die fehlende Zusammenarbeit? Der Präsident antwortete: Es gibt keine Belohnung für Nicht-Kooperation und die Belohnung für Kooperation ist groß. Der Präsident versuchte, die Mitarbeiter zu motivieren, indem er eine Reise auf die Bermudas auslobte. Wer von ihnen gewinnt eine Reise auf die Bermudas? Fragte er. Die Absicht des Präsidenten, die Zusammenarbeit zu fördern, war nutzlos, wenn er die Mitarbeiter in Wirklichkeit dazu brachte, miteinander zu konkurrieren. Ihre Haltung war also nur eine logische Folge des fehlerhaften Paradigmas, das der Präsident zur Motivation benutzte und das zur Folge hatte, dass einige gewinnen und andere verlieren würden. Win-win bedeutet, Vereinbarungen zu treffen, die für beide Seiten von Vorteil sind. Es handelt sich um ein kooperatives, nicht um ein wettbewerbsorientiertes Paradigma. Wenn ein Mensch an Win-Win denkt, weiß er, dass Erfolg nicht auf Kosten anderer Menschen erzielt wird. Mit anderen Worten, damit ich gewinne, müssen Sie nicht verlieren. Ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast auch einen YouTube-Kanal, auf dem du Bücher zusammenfasst.
Ich schaue mir deinen Kanal an und sehe, dass du gute Inhalte hast. Also empfehle ich deinen Kanal meinen Abonnenten. Plötzlich bekommst du Tausende von neuen Abonnenten und beschließt, dir meinen Kanal anzusehen. Du siehst auch, dass ich gute Inhalte habe und beschließt, deinen Abonnenten meinen Kanal zu empfehlen. Dadurch erhalte ich ebenfalls Tausende von neuen Abonnenten. Das ist eine Win-Win-Situation. Wir bekommen beide neue Abonnenten und unsere Zuschauer entdecken neue Videos. Verstehst du den Unterschied zwischen dem, was ich auf deinem Kanal tue und dem, was ich dort an negativem Feedback hinterlassen könnte, in der Hoffnung, dass jemand es liest und sich entscheidet, meinen Kanal zu besuchen? Gewohnheit 5. Erst versuchen zu verstehen, dann versuchen, verstanden zu werden. Stell dir vor, du hast Sehprobleme und gehst damit zum Augenarzt. Du erzählst dem Arzt von deinem Problem und er gibt dir einfach eine Brille und bittet dich, sie zu tragen. Aber wenn du sie benutzt, merkst du, dass sie bei dir nicht funktioniert und du sagst es dem Arzt, aber er besteht darauf. Natürlich funktioniert sie, bei mir funktioniert sie, streng dich an. Aber trotz deiner Bemühungen siehst du immer noch verschwommen, also beharrst du darauf und der Arzt sagt nur, was ist los mit dir? Du musst positiv denken. Auf diese Weise wird das Problem nicht gelöst. Würdest du wieder zu diesem Augenarzt gehen? Ich persönlich würde nicht wieder zu einem Arzt gehen, der keine Diagnose stellt, bevor er ein Rezept ausstellt. Das ist auch bei der Kommunikation zwischen Menschen der Fall. Wir verschreiben in der Regel, ohne im Gespräch eine Diagnose zu stellen, ohne genau zuzuhören. Um effektiv mit anderen zu interagieren, müssen wir sie verstehen. Und um zu verstehen, ist einfühlsames Zuhören erforderlich. Viele Missverständnisse entstehen beim Telefonieren oder SMS-Schreiben. Kommunikationsexperten schätzen, dass Worte nur 10% unserer Kommunikation ausmachen. 30% entfallen auf den Tonfall und andere Geräusche und 60% kommunizieren wir über die Körpersprache. Wenn du einen anderen Menschen wirklich verstehen willst, solltest du ihm nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Herzen zuhören. Es geht nicht nur darum, die gesprochenen Worte zu hören, sondern auch die ausgedrückten Gefühle zu beobachten. Wenn du empathisch zuhörst, wird sich dein Umgang mit deinen Freunden, deinem Chef oder deinen Kollegen verbessern. Gewohnheit 6. Synergien nutzen. Wenn Vögel in Gruppen fliegen, um große Entfernungen zurückzulegen, verwenden sie oft eine V-Formation. Wissenschaftler haben Vögel im Flug analysiert, die diese Formation verwenden, und festgestellt, dass die V-Formation den Vögeln im Hintergrund hilft, den Luftstrom zu nutzen, der von den Vögeln im Vordergrund durch die Bewegung ihrer Flügel erzeugt wird. Die Wissenschaftler haben beobachtet, dass sogar die Vögel ihre Bewegungen synchronisieren und während des Fluges ihre Positionen wechseln. Nur ein Beispiel aus der Natur, das zeigt, wie wir durch Zusammenarbeit effektive Ergebnisse erzielen können. Erfolgreiche Menschen sind sehr gut darin, Synergien zu schaffen. Sie wissen, dass die Zeit begrenzt ist und sie nicht alles können. Wenn du zum Beispiel eine Animation wie die du gerade siehst, benötigst, kannst du entweder viele Stunden damit verbringen, selbst zu lernen, wie man sie macht, oder du kannst einen Weg finden, mich in dein Projekt einzubeziehen und ich würde Animationen für dich erstellen. Wenn du es so machen kannst, dass wir beide davon profitieren, dann wäre das ein großartiges Beispiel für Synergie. Ein weiteres Beispiel für Synergie im wirklichen Leben ist die Beziehung zwischen Steve Jobs und Steve Wozniak. Wozniak war ein großartiger Ingenieur und Steve Jobs war ein großartiger Verkäufer. Die Synergie zwischen diesen beiden Personen führte zur Gründung von Apple. Hätten sie einzeln gearbeitet, gäbe es Apple heute vielleicht nicht. Wir sind alle verschieden. Wir haben unterschiedliche Fähigkeiten und unterschiedliche Möglichkeiten, dieselbe Realität wahrzunehmen. Das mag wie eine Schwäche erscheinen, wenn wir es individuell analysieren, aber wenn wir es kollektiv tun, wird es zu einer Stärke. Gewohnheit 7. Schärfe die Säge. Eines Tages war ein Mann dabei, einen Baum zu fällen, als sein Nachbar auf ihn zukam und sagte, dass die Säge ziemlich stumpf sei. Der Nachbar sagte, wenn er sie schärfen würde, könnte er den Baum viel schneller fällen. Und der Mann antwortete, ich habe keine Zeit dafür. Man könnte über diesen Mann lachen, weil er keine Zeit hat, seine Säge zu schärfen. Aber die Wahrheit ist, dass es den meisten von uns genauso geht wie ihm. Wir wollen gesund sein, aber wir nehmen uns nicht jeden Tag 30 Minuten Zeit für Sport. Wir wollen klug sein, aber wir verbringen keine 20 Minuten mit Lesen.
Wir wollen eine großartige Familie, aber wir verbringen keine schöne Zeit mit unseren Kindern und unserem Partner. Wir wollen konzentriert und entspannt sein, aber wir nehmen uns nicht jeden Tag 10 Minuten Zeit zum Meditieren. Wir wollen uns am Montag auf unsere Arbeit freuen, aber wir ruhen uns am Wochenende nicht richtig aus. Lange Zeit habe ich es versäumt, meine Säge zu schärfen. Ich arbeitete die ganze Woche und an den Wochenenden. Ich dachte, dass es mir gut geht und ich produktiv bin, weil ich jeden Tag arbeitete. Aber in Wirklichkeit war ich immer müde, machte viele Fehler und das Schlimmste war, dass ich sehr oft krank wurde. Ich dachte, dass ich durch die Wochenendarbeit 2 zusätzliche Tage gewinne. Aber die Wahrheit ist, dass ich so oft krank wurde, dass ich viel mehr Tage im Bett verbrachte oder so müde war, dass ich nichts Wertvolles produzieren konnte. Die 2 Tage, die ich durch die Wochenenden gewonnen hatte, wurden bald durch Krankheitstage oder unproduktive Tage wieder aufgezehrt. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass Ruhetage genauso wichtig sind wie die normalen Arbeitstage. So wie du deine Arbeitstage planst, musst du auch deine Ruhetage im Voraus planen. Wir alle haben es eilig und wollen viel erledigen. Und deshalb bringen wir unseren Körper an seine Grenzen und vergessen, die Säge zu schärfen. Unser Körper hat seine Grenzen und wenn man dort ankommt, sagt der Körper: Weißt du was? Ich mache da nicht mehr mit. Fahr zur Hölle. Ich hatte einen Freund, der in einem Büro vor einem Computer saß und hart für sein Unternehmen arbeitete. Sein Chef lobte ihn immer, weil mein Freund einer der produktivsten Mitarbeiter des Unternehmens war. Im Laufe der Zeit nahm mein Freund an Gewicht zu und seine Gesundheit verschlechterte sich. Seine Fehlzeiten nahmen zu und seine Produktivität nahm ab. Sein Chef empfahl ihm, sich täglich körperlich zu betätigen, aber er antwortete: Ich habe keine Zeit. Das ging so weiter, bis mein Freund seinen Job und seine Gesundheit verlor. Dies ist ein Beispiel dafür, wie die Konzentration auf das, was dringend ist, dazu führt, dass wir uns nicht um das kümmern können, was wirklich wichtig ist. Die Säge zu schärfen bedeutet, die Ressourcen zu verwalten, die man hat, um seine Ziele zu erreichen. Wenn du deine Ziele so einteilst, dass du dich nicht nur um die dringenden, sondern auch um die wichtigen Dinge kümmerst, wirst du ein viel ausgeglicheneres Leben führen können. Wenn du mehr über die Gewohnheiten erfolgreicher Menschen wissen willst, dann sieh dir mein Video über die 17 wichtigsten Unterschiede zwischen reichen und armen Menschen an, das du gerade auf dem Bildschirm siehst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.